Nada Brahma, die Welt ist Klang. So lautete ein Sujet vor 30 Jahren von einem Herrn Behrendt. Wundervolle, wundervolle Klänge. Aber heute habe ich Elisabeth Westermann bei mir und sie hat Klangcodes gefunden, die für alle möglichen Dinge heilsam sind. Und für was alles? Werden wir gleich erfahren. Du schreibst auf deiner Homepage, dass du in eine künstlerisch-musikalische Familie geboren wurdest. Kann man ja auch sozusagen aus esoterischer Sicht, du hast ja eine musikalisch-künstlerische Familie gesucht. Das heißt, Musik, Klang war von Kindesbeinen an mittendrin. Du schriebst sogar, dass du eher gesungen hast als gesprochen. Ja, das stimmt. Ja. In der Kirche? Oder wo? Nein, nein, nein. Auf ganz banal, auf der Autobahn im Stau. Okay. Der Mond ist aufgegangen, ja. 5 Strophen, sprechen hätte ich sie nicht können, aber ja. Gesungen habe ich sie und zur großen Freude meiner Familie, die da im Auto saß und warten musste. Ja. Das war dann so eine Anekdote in der Familie. Super, super. Und du stammst auch aus dem hohen Norden? Also von nein, da, wo ich du stamme jetzt aus Nordrhein-Westfalen, ach so. Aus Wuppertal. Wuppertal, okay. Dein Lebenslauf ist ja richtig wie ein wunderbarer Fluss, meandrierend, was du alles gemacht hast. Aber die Musik war sozusagen der Cantus Firmus. Also die Liedstimme hat die Musik gespielt, immer. Du hast Psychologie studiert, Humanbiologie, aber vor allen Dingen auch Gesang. In Detmold sogar, ne? Genau. Mhm. Hattest du das schon als Kind irgendwie auch eine Vision, dass du mit der Musik gehen würdest durch dein Leben? Also, dass das für dich die Rolle spielen würde? Oder hatten deine Eltern so vor mit dir kaufmännische Lehre? Nein, das nicht, das aber nicht. Vielleicht Lehrerin in der Schule. Okay. Nein, zum Beruf wollte ich die Musik eigentlich in der Form nicht machen. Schon gar nicht so, weil das habe ich ja gar nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Was allerdings so war, ist, dass Musik immer wichtig war und dass ich wusste, ich werde irgendwie immer meine Kräfte durch die Musik wieder gewinnen. Ja. Ne? Also das war klar. Und ich habe schon als Kind das Gefühl gehabt, irgendetwas kommt durch mich auf diese Welt. Ich weiß nur noch nicht, was es ist. So wie es eigentlich für jeden Menschen gedacht ist. Eigentlich, ne? Ja. Dass etwas Spezielles durch den ihn in der Welt ausgedrückt werden will. Und bei dir ist es der Klang. So ist es. Der Klang. Ich habe ja eben in der Anmoderation den Ernst Behrendt genannt, Nada Brahma, die Welt ist Klang. Ne? Das, da ist ja damals, kennst du ihn? Ja, ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe die. Klar, er lebt ja auch nicht mehr. Dieser Bogen erlebt, eben, das von den vibrierenden Elementarteilchen sozusagen bis zu den Planeten eigentlich alles Klang ist. Und die Proportionen und so. Und du hast praktisch für dich die Synthese gemacht, dass Organe schwingen und durch Klänge heilsam beeinflusst werden können. Und angefangen hat es mit dem Atlas, ne? Ja, angefangen hat es deswegen mit dem Atlas, weil damals war das rein praktisch gesehen der Punkt, wo ich mir beweisen konnte, dass diese Klangcodes tatsächlich funktionieren. Also weil, nachweislich. Ja, es war für mich, für alle Menschen ja im Grunde etwas komplett Neues, dass man über bestimmte Tonfolgen ganz spezifisch auf den Körper wirken kann. Und ich komme genügend von der Naturwissenschaft her, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht in die Welt bringen, wenn ich nicht weiß, dass es funktioniert. Und dann bot sich einfach die Atlasarbeit an, weil man da eben sehr schön vorher, nachher Tests machen kann, auch ohne, dass man jetzt unbedingt in ein MRT oder CT muss. Schön wär's, aber das ist natürlich für einen Privatmenschen nicht bezahlbar, so ein Studio zu machen. Aber man kann das eben auch am Beintest
Man kann das an Tests der Kopfbewegung und Kopfkippung testen und man kann es auch fühlen, wie der Atlas sich bewegt. Also Atlas, vielleicht erklärst du nochmal. Erster Halswirbel, oberster Halswirbel, der bei den meisten Menschen und bei fast allen Säugetieren übrigens auch aus seiner gesunden Position in eine Drehung hineingegangen ist. Warum auch immer das der Fall sein mag, ich habe nur eine esoterische Erklärung dafür. Wir wollten das Spiel der Getrenntheit spielen. Und dass da dort die Lebensenergie einströmt und auch die Verbindung zur Göttlichkeit, jedenfalls laut der östlichen Philosophien, dort ansetzt, war das wunderbar, den Atlas zu drehen. Und dann interessanterweise eben auch nach rechts. Das heißt, alles, was das männliche Prinzip betrifft, vollkommen offen, und im weiblichen wollen wir erstmal nicht forschen. Ja? Okay. Also das ist das, was mir da entgegenkam als Erklärung. Aber es ist eben spannend, dass die Säugetiere das auch haben. Hunde, Katzen, Pferde und die sogenannte natürliche Schiefe, die ist nicht natürlich, sondern die hat zu tun mit dieser Atlasfehlstellung. Da spricht man bei Pferden und Hunden von. Und bei Hunden kann man das oft auf der Straße schon sehen. Ältere Hunde gehen fast immer irgendwie schief. Ja? In sich schief und dann auch so nach einer Seite. Und dann ist der Rücken steif und so. Und wenn der Hund dann den Atlas am richtigen Platz hat, dadurch, dass gesungen wurde und die Information in das Tier reingegeben wurde, es geht beim Tier so, ja, ganz schnell, dann läuft er gerade. Und von da an läuft er gerade. Das hieße, die spielen das Spiel auch mit? Die spielen das Spiel auch mit. Die haben uns unterstützt. Also das Spiel, du hast gesagt, das Spiel der Getrenntheit. Ne? Ja. Also wie fühlt sich das an, wenn ich glaube, ich sei getrennt? Ich erlebe mich als Individuum, als Unteilbares und erlebe nicht mehr, dass ich verbunden bin mit allem, was ist. Letztendlich ist das eine sehr traurige Situation, weil ich kann einfach die Verbundenheit in der Tiefe meines Wesens nicht mehr wahrnehmen. Und von daher erlebe ich natürlich auch alles, was im Außen ist, als Außen und nicht zu mir gehörig. Und das macht es natürlich auf den verschiedensten Ebenen des Lebens sehr schwierig. Wir sehen das in der heutigen Gesellschaft ja auch, also da will ich mich jetzt nicht drüber verbreiten, aber das ist einfach eins der Themen, weshalb es uns so schwer fällt, einfach wahrzunehmen, wo steht denn der andere und wo steht das andere Land und wo steht die andere Situation und so weiter. Wenn wir wieder erleben können, und das ist ja das Zeichen unserer heutigen Zeit, dass wir verbunden sind und dass wir alle im Grunde eins sind, nicht im Sinne von Einheitsbrei, sondern im Sinne von, was du erlebst, das erlebe auch ich, vielleicht mit einem etwas anderen Gesicht, aber letztendlich ist es das Gleiche, dann gibt es viel mehr Freude und letztendlich auch viel mehr Liebe in der Welt, weil das ist ja eigentlich ein Zustand, Liebe. Na, ich meine, die Gesellschaft hier im Westen, so wie sie aufgebaut ist, spielt ja sehr gerne auf diesem Klavier der Getrenntheit, ne, und bietet uns auch noch Unterstützung an, das Gefühl der Getrenntheit also richtig bis zum Exzess zu treiben, bis hin zur Versicherungsbranche. Ja, also dass wir alles nur für uns vorsorgen, schon mit 20, ja, in meinem Büro da Jugendliche sagen, ja, ich bin hier wegen der 3 Monate Anrechnungszeit auf die Rente. Also dieses Gefühl der Getrenntheit wird überall unterstützt. So ist es. Und wird auch ein Haufen Geld damit verdient und Angst geschürt und so. Und du siehst da auch einen ganz klaren Zusammenhang mit diesem Atlas? Ja, und ich erlebe eben auch, wenn ich diese Klangcodes für den Atlas singe und der Atlas seine gesunde Position findet, dass es leichter ist, die Verbundenheit wieder wahrzunehmen. Das ist ein Nebeneffekt. Ja? Einmal ist es ein ganz wichtiger physischer Faktor, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Platz hier, wo der Atlas sitzt. Die Hauptblutversorgung zum Gehirn geht dadurch. Alle Nerven, die zwischen Kopf und Körper sich bewegen, alle Nervenbahnen, die alle Organe versorgen, alles geht am Atlas vorbei oder durch den Atlas durch. Die Hauptemotionen haben mit dem Atlas zu tun. Also es ist alles
da zentriert. Und ist das so, wenn ein Atlas in Balance kommt, bei den Säugetieren sagst du so, dass er durch die Trägheit, also sprich der Materie, ne, man möchte immer wieder zurück in die alten Muster, hast du das schon erlebt, dass der auch wieder sich schiefstellen kann? Nein. Das nicht. Das liegt daran, dass er schiefstellen ja, also kippen kann er nochmal, aber in die Drehung kann er nicht mehr gehen. Muss man einen Schluck trinken. Ja. Also kippen ist nicht ganz so heftig wie die Drehung. Nein. Der Atlas ist halt wirklich gedreht und durch diese Drehung gibt es eine Instabilität. Und diese Instabilität ist es, die die Situation so schwierig macht für den Körper von Mensch und Tier. Übrigens geht der Atlas auch beim Menschen direkt in die gesunde Position, weil der Körper für uns arbeitet. Wir möchten gesund sein. Und wenn eine Information kommt, die sagt, so kannst du gesünder funktionieren, dann wird der Körper das sofort nehmen. Könntest du, du hast ja es ja selbst erlebt. Ja. Ne, damals zwar ohne Klangkreuz, also auf eine andere Art und Weise. War das mechanisch in ja, der Schweiz? Ja, ich habe das von Herrn Schimperli gemacht bekommen, beziehungsweise nicht von ihm selbst, sondern von jemandem, den er ausgebildet hatte. Habe dann auch die Ausbildung bei ihm gemacht, das noch bei ihm persönlich. Ja. Inzwischen lebt er ja nicht mehr. Ja. Das ist mechanisch mit einer Massagemaschine gemacht worden. Massagemaschine? Ja, das wird mit einer Maschine gemacht. Und das hört sich sehr brutal an. Es ist nicht so brutal. Aber es ist auch nicht unbedingt total angenehm. Also mit den Klangcodes ist das wesentlich sanfter, weil der Körper die Möglichkeit hat, selbst zu regulieren, wann er und wie er den Atlas korrigiert. Und das ist mir sowieso viel lieber. Da ist also keinerlei Manipulation mehr möglich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ich fasse zwar auch an, aber ganz liebevoll, vorsichtig und im Grunde nur, um zu fühlen, was passiert da. Es geht auch ohne Anfassen. Und wenn der Atlas in die gesunde Position geht, dann wird er stabil. Weil dann der Schädel von oben mit seinem Gewicht sich darauf setzt, von unten kommt die Halswirbelsäule und dann ist das Ganze sicher verwahrt. Ja? Aber wenn da Muskeln sind, die einfach über Jahre stark angespannt waren, dann kann es so sein, dass der zweite Halswirbel und der erste Halswirbel, die sehr lang in einer Fehlstellung waren, dass die in unguter Weise noch verbacken sind. Deswegen ist es wichtig, dass man sich zwei- oder dreimal sieht, dann ist es meistens in Ordnung. Manchmal kommen die Menschen auch dann nochmal, weil sie merken, irgendwie sind wieder Verspannungen da. Aber es ist nie mehr das Gleiche, wie wenn der Atlas in der Drehung ist. Also das ist eine grundlegende Veränderung für den Gesamtorganismus. Was hast du danach gespürt, als das damals bei dir geschah? Ich selber habe gemerkt, das war ein bisschen schwer in Worte zu fassen, dass ich mehr bei mir war, dass die innere Unruhe, die ich sehr stark hatte, ein Leben lang, wie abgeschaltet war, dass die Nackenprobleme, die ich hatte, die Probleme im unteren Rücken, dass das wesentlich besser wurde. Und im Laufe der Jahre sind dann noch einige Dinge dazugekommen. Meine Augen sind besser geworden, du siehst, ich kann jetzt die Brille absetzen, das hätte ich vor einigen Jahren nicht gekonnt. Ich habe 3 Dioptrien weniger. Ja, mein Hören hat sich ein Stück weit verbessert. Was kann ich noch sagen? Der Kiefer hat sich neu ausgerichtet, lauter solche Dinge. Also das heißt, wenn ich an einer Stelle des Systems etwas Grundlegendes verändere, ändert sich das ganze System. Dann fängt das ganze System an zu arbeiten. Es ist allerdings wichtig, dass man dem System da auch bei hilft. Ich hatte damals mechanische Hilfe. Dadurch habe ich eine Menge gelernt. Ja. Und meine Klangcodes arbeiten jetzt eben auch auf den verschiedenen Körperebenen weiter. Das heißt, es reicht dann nicht, den Atlas zu adressieren. Man muss einfach mit dem Gesamtkörper irgendwie umgehen. Ja. Das Steißbein spielt eine wichtige Rolle.
Die ganze Ausrichtung im Kreuzbein spielt eine Rolle, die Körpermitte spielt eine Rolle. Und die Ausrichtung zwischen Himmel und Erde, und die habe ich im Fokus zunächst mal. Das ist ja auch der erste Schritt, den man gehen mag, wenn man sich wieder verbindet. Mhm. Und das Interessante ist, dass in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, mich auch für die Organe und für die Drüsen, für die Meridiane, für die Chakren zu interessieren, habe ich gemerkt, auch da gibt es eben diese Getrenntheit, die dann in eine Verbindung sich verwandeln kann. Wir kommunizieren über die Meridiane, nicht nur innerkörperlich, sondern untereinander und mit der ganzen Welt. Also energetisch. Energetisch, ja. Ich würde natürlich gerne auch den Zuschauern ermöglichen, mal einen solchen Klangcode aus deinem Munde zu hören. Und wäre natürlich interessiert, ja, wie, ganz stark interessiert, wie diese Codes zu dir kommen. Also sprich, ja. Dieter Bröers hat mir mal erzählt, dass er seinen Megawave beim Zähneputzen kam ihm die Idee, sozusagen eingegeben, wie auch immer. Wie geschieht das bei dir? Also die ersten Klangcodes kamen im Gesangunterricht, den ich gegeben habe. Da ist es so gewesen, dass ich eine Schülerin hatte, eine Gynäkologin, die schwanger geworden war. Und ich hatte so ein bisschen geforscht damit, wie Klänge eben auch auf den Körper wirken können. Und da sagte sie, du, ich habe da diese typischen Rückenschmerzen. Ich weiß, als Gynäkologin, da kann man normalerweise nicht viel machen. Hast du nicht irgendeine Idee? Ja. Und in dem Fall habe ich so gemacht, dass ich die Augen geschlossen habe und frag mich nicht wie, aber irgendwie in ihr Körpersystem hineingefühlt oder gelauscht. Und dann kriegte ich eine Tonfolge. Damals habe ich das nicht Klangcode genannt. Und dann habe ich diese Tonfolge ihr vorgesungen, ganz einfache Tonfolge, ich weiß die heute nicht mehr. Und dann hat sie nachgesungen und dann habe ich gesagt, sing noch ein paar Mal, sing doch mal 9 Mal. Wo kam mir dann? Gut, dann sang sie 9 Mal, die Rückenschmerzen sind weg. Oh, das ist sensationell, Elisabeth, das gibt es nicht. dann fuhr sie heim und dann hatte ich sie natürlich weiter als Gesangsschülerin und sie hat dann auch gefragt, bevor sie fuhr, soll ich das nochmal weitermachen? Ich sage, ich weiß auch nicht, aber mein Gefühl ist, sing doch mal 9 Tage jeweils diesen Klangcode 9 Mal. Dann hat sie das gemacht und dann hat sie die gesamte Schwangerschaft über keine Rückenschmerzen mehr gehabt. So hat es begonnen, dann hat sie mich gedrängt, dann hat sie gesagt, du, das ist so unglaublich, das musst du weitermachen, ja. Und dann bin ich aber von dieser Spur abgekommen, weil ich hatte dann zwar Ideen dazu, ich habe mich hingesetzt, dann kriegte ich diese Tonfolgen für die verschiedenen Themen. Ich habe mir dann das Buch von der Elisabeth genommen, weil sie da so die ganzen Symptome und die ganzen Organsysteme aufschreibt und habe dann einfach runtergeschrieben, einfach innerlich gehört runtergeschrieben. Aber ich wusste nicht, wo anwenden. Und dann hatte ich 2 Ärzte, zu der Zeit lebte ich in Kiel, die haben mir dann mal Patienten geschickt, ja, ihre austherapierten Patienten. Da kann man nicht viel sehen, selbst wenn das dann in einer gewissen Weise wirkt oder Linderung gibt, das ist unbefriedigend, weil man keine Klarheit hat darüber, wie es wirken kann. Und deswegen war ich dann so glücklich über die Atlasarbeit, als mir dann die Idee gegeben wurde, das war auch ein Geschenk von der geistigen Welt, weil ich wäre überhaupt nicht drauf gekommen, das zu kombinieren, ja. Da doch auch mal mit den Klängen zu arbeiten und dann letztendlich mit eben spezifischen Tonfolgen, die ich dann Klangcodes nannte, da habe ich gemerkt, ah ja, das funktioniert. Und dann habe ich gedacht, kann man das wohl standardisieren? Und habe einen Testdurchlauf gemacht mit einer Freundin und oder mit 2 Freundinnen, wo wir einfach dann Tiere erstmal behandelt haben. Da haben mir die Hunde dann sehr geholfen. Die eine war Pferdefrau und Hundefrau. Ah. Ist heute noch auf der Website zu finden. Da gibt es einen Film auf der Website über die Pferde. Und da erklärt sie die Pferdearbeit. Und wir haben dann 4 Hunde behandelt. Das heißt, sie hat die behandelt. Ich habe mich absolut zurückgehalten. Ich habe nicht mitgesungen, weil ich wissen wollte, ob das meine Stimme ist oder ob es die Klangcodes singt.
Und die konnte nicht besonders gut singen. Ja? Aber es hat funktioniert. Und dieser erste Hund, der ging also wirklich schief, Hüfte hoch, Schwanz eingeklemmt, so nach dem Motto, au, ich habe Schmerzen. Man konnte es wirklich sehen. Ich habe gesungen, sie hat gesungen, er ist wieder raus, er ist wieder gelaufen. Und innerhalb von kürzester Zeit ging er schnurgerade, der Rücken fing an zu schwingen und er fing an zu wedeln. Ja? Also das war toll. Und das war bei allen vier Hunden so. Und dann wusste ich, aha, das ist standardisierbar, das kann ich weitergeben, weil ich fand das sehr unbefriedigend, wenn nur ich das kann. Mhm. Ja? Ich wusste ja, dass das was ist, was vielen Menschen nützen kann. Das hieß, also einfach mal kurz eine Summe gebildet. Ich hatte immer so die Vorstellung, dass jeder Mensch hat ja eine andere Frequenz, ja, eine andere Ausstrahlung und so. Dass diese Klangcodes tatsächlich universell, also sprich für den Atlas gibt es einen Klangcode, so egal, ne, ein von 7,5 Milliarden Menschen oder wie viele es jetzt im Moment sind, tatsächlich der Atlas schwingt so. Egal, ob der in seiner tatsächlichen Ausformung so oder so aussieht oder so. Und das tatsächlich universell. Das ist das Erstaunliche, Und das Schöne ist, dass der liebe Gott mir eine Methode gegeben hat. Der gleiche bei den Tieren? Der gleiche Klangcode bei den Tieren? Bei dem Atlas ja, bei anderen nicht. Okay, aber Atlas. Beim Atlas ja. Die Tonhöhe spielt keine Rolle. Ich habe kein absolutes Gehör und wenige Menschen haben das. Ja. Das heißt, in welcher Tonart ich das jetzt singe, ist völlig wurscht. Es geht immer um die Proportion. Es geht um die Intervalle dazwischen, es geht um den Rhythmus und es geht um die Vokale und Konsonanten. Ah, okay. Diese Mischung. Also es geht nicht nur um diese drei Faktoren. Ton als solche, nein, sondern die Modulation durch Vokal und Konsonant. Es sind kleine Melodien. Und die sind unterschiedlich, je nachdem, um was es sich handelt. Gehen wir doch mal einfach machen. Machen, damit die Zuschauer, ich habe das auf deiner Homepage, habe ich mir ein paar angehört, aber damit die Zuschauer wirklich ganz konkret, davon sprechen sie. Also eins noch vorher erklären, weil es gibt verschiedene Klangcodes, es gibt welche, die sind auf der Homepage zu finden, die man selber einfach so mitsingen kann und die dann eine tiefe Wirkung haben. Es gibt die Klangcodes, die speziell für die Behandlungen sind, die unterliegen einem gewissen Schutz, nicht weil ich damit Geld verdiene, das tue ich natürlich auch, aber hauptsächlich deswegen, weil man die dann auch wirklich anwenden können soll, damit man eine vernünftige Arbeit macht. Und dann gibt es die universellen Klangcodes, die einfach für bestimmte Themen da sind, wie der Zustand von Liebe oder Licht von oben oder eine Ausrichtung zwischen Himmel und Erde oder ein heilender Balsam. Und ich werde jetzt einfach mal aus diesem Topf, den ich da habe, übrigens, das sieht dann in etwa so aus, wenn ich die aufzeichne, Noten. Richtig, Noten. Die kommen dir dann. Die kommen mir dann, schreibe ich sie auf. Aus diesem Topf werde ich jetzt mal einfach ein paar nehmen. Ich fange mal mit einem ganz physischen an, das ist für die Wirbel der Wirbelsäule. Und wer immer da jetzt zuhört, der kann, wenn er irgendwo ein Problem hat in der Wirbelsäule, weiß, da tut es immer mal weh oder da ist es irgendwie nicht so ganz, wie es soll, kann sich da vielleicht sogar drauf fokussieren, während ich den Klangcode jetzt singe. Ich singe den mal 9-mal. Sehr einfach, kommt dann sehr schlicht daher und dann denkt man, ach ja. Aber wenn man dann die Behandlung erfährt, dann merkt man, wie wirksam das Ganze ist.
Na, dann gibt es einen für Muskellösen, den singe ich jetzt mal ein paar Mal weniger. 7-mal. Muskellösen. Muskeln lösen, wenn irgendwo Verspannungen sind. Na, das ist ja bei vielen Menschen hier oben im Schulterbereich ein Thema zum Beispiel. Ne? Muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt vollkommen weggeht sofort, aber man merkt vielleicht eine gewisse Erleichterung auch schon, wenn das jetzt einfach so gesungen wird. Ja, 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 ja. In der Einfachheit liegt so viel. So ist das mein Gefühl. Und ich höre schon einige Zuschauer da zu Hause, ach, was ist das hier für so ein esoterischer Quatsch und so einfach kann es doch nicht sein. Na, wenn man sich eingelassen hat, dann hat man auch schon was gemerkt. Ich werde jetzt noch 2 weitere singen. Der eine ist der heilende Balsam. Das kann einfach, wenn man Schmerzen irgendwo hat oder so, dann singe ich auch öfter mal für mich selbst. Wenn ich merke, ich bin irgendwo überbelastet, bewege ich mich zu wenig und mir tut mal wieder irgendwo was weh, ja, dann lege ich die Hand drauf und dann singe ich den heilenden Balsam. Und das gibt gleich eine Entspannung. Und das andere ist der universellste Klangcode überhaupt, über den werde ich dann nachher noch ein bisschen was sagen. Ja. Der nennt sich Zustand von Liebe. Zustand von Liebe? Ja. Okay. Oder Liebe als Zustand. Die singe ich jetzt mal hintereinander. Aia. 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 Sind der Abschluss. Das hörte sich wie ein Amen an am Schluss. Ja, das ist ein so Abschlusscode, weil Klänge sind ja etwas Flüchtiges. Sie kommen und sie gehen. Und damit die Information, die sie geben können, nicht geben müssen, sondern das ist ein reines Anbieten, die sie geben können, im System verbleibt, Körper, Seele, Geist und alle Schichten, wird dieser Abschlusscode gesungen und darum gebeten, dass es einfach dort verbleiben kann. Also schon fast wie ein Amen. Könnte man so sehen. So sei es. Und du behältst das ja nicht nur für dich, machst nicht nur Einzelsitzungen für Menschen auch, oder Gruppensitzungen, sondern du bildest auch aus. Ich bilde aus und sowohl eben in dieser Grundarbeit für Atlas, Steißbein und die horizontale Ebene, als auch dann in kleineren, kürzeren Kursen, sogar online, für die verschiedenen anderen Systeme. Und es braucht keinen Sänger dafür. Du hast ja jetzt gehört, es ist ganz einfach. Ja. Und man braucht auch nicht Noten lesen können.
Es gibt ein Schema, was man bekommen kann mit rauf und runter, wenn man nicht Noten lesen kann. Die meisten Deutschen können ja noch Noten lesen, aber die Amerikaner können es meistens nicht mehr. daher kam dann die Idee, ein Schema zu entwerfen. Und es gibt Audios. Das heißt, wenn man die Ausbildung macht, dann ist man auf der sicheren Seite. Man bekommt also alle Informationen, die man braucht, plus Filme, auf denen dann die gesamte Behandlung nochmal dargestellt ist und so weiter und so fort. Wenn man die große Ausbildung macht, wenn man diese kleineren Ausbildungen macht, bekommt man auch Audios und Noten und so und kann dann eben damit anfangen zu arbeiten. Es gibt dann eine kleine Übung, die man macht für eine gewisse Zeit, um sich mit diesen Klangcodes anzufreunden. Und dann kann man damit arbeiten. Mhm. Und dann gibt es eben diese universellen Klangcodes, die sind sehr schön auch für Menschen, die mit Menschen oder Tieren in den verschiedensten Bereichen arbeiten und nicht jetzt spezifisch körperlich arbeiten wollen. Mhm. Weil da kann man einfach Traumata lösen, da kann man Unterstützung geben, dass ein Schock weggeht, da kann man diese kleinen Herzknackser, die kleineren oder die größeren, ich nenne das dann Herzbrüche, unterstützen, dass sie heilen können und so weiter und so fort. Das heißt, du bildest auch hier Tierheilpraktiker aus, also in dem Sinne von, sie das durchaus anwenden. Ja. Und die Menschen, die mit Tieren arbeiten, sind immer hoch erstaunt, vor allen Dingen bei den Pferden, zu sehen, dass dann wirklich dieses Problem mit der natürlichen Schiefe sich auflöst. Mhm. Ja? Und dass das Tier gerade geht und dass der Rücken wieder anfängt zu schwingen. Und ich habe mehrere Betriebe in Norddeutschland, die mich regelmäßig dann auch rufen. Mhm. Und habe jetzt auch jemand ausgebildet, die einen Zugang hat zu mehr den wirklichen Dressurreitern. Und da werden wir jetzt mal gemeinsam gucken, wie weit wir das dann dort auch bekannt machen können. Ja. Man muss es auch nicht laut singen. Also wenn man dann in so einem Stall ist und so ein Pferd behandelt, da muss man jetzt nicht ums Pferd rumstehen und laut singen, sondern man kann auch einfach nur berühren und den Klangcode denken. Das sind genauso Schwingungen, wie wenn ich singe. Und es wirkt genauso intensiv. Spannend. Also ich muss gerade dran denken, dass Sportler, die verletzt sind, wenn sie im Geiste die Hürden überspringen, dass das im Gehirn zumindest nicht zu unterscheiden ist, als wenn sie es in Realita machen. Genau. Und so muss man auf sich der das Ebene ungefähr, geht das, ist das ja. auch. Genau. Mhm. Ja. Und ich wollte noch was zu dem Universalisten unter den universellen Klangcodes sagen, nämlich zu dem Zustand von Liebe oder Liebe als Zustand. Es gibt ja dieses nette Schlagerlied, Kinder der Liebe sind wir alle auf der Welt. Ich kenne es nicht. Uralter Schlager, ja. Mhm. Ob wir nun arm sind oder reich, in allem sind wir alle gleich. Mhm. Ja? Wir sind alle aus der Liebe entstanden. In dem Fall ist natürlich die körperliche Liebe gemeint. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir alle auf dieser Ebene schwingen. Alles, was es gibt, ob belebte oder unbelebte Materie, schwingt in diesem Liebesfeld. Mhm. Und wenn ich weiß, was ich dem Körper Gutes tun will oder der Seele Gutes tun will, dann kann ich auch einfach den Universalisten, den Klangcode Zustand von Liebe singen. Und das System wird entsprechend unter Umständen auch spezifisch reagieren. Das heißt, ich bräuchte die ganzen Klangcodes letztendlich nicht. Nur, erstens haben wir das Vertrauen noch nicht und zweitens haben wir oft das Wissen auch nicht, was wir wollen. Weil wir müssen dann natürlich sehr genau fokussieren, das und das möchte ich gerne als Information geben, als gesunde Information. Und wenn ich nicht ganz genau weiß, wie die Situation ist im physischen Körper oder auch im emotionalen, mentalen Raum oder im spirituellen Raum oder wo auch immer, dann ist es schwierig. Dann brauche ich natürlich spezifischere Klangcodes. Ich bin jetzt mal nicht ketzerisch, aber mach mal den Agent Provocateur. Wenn ich etwas Heilsames gefunden habe, da gibt es ja nach dem Gesetz der Polarität immer auch die Möglichkeit, Unheilsames daraus zu machen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass ja, man dieses das Instrument ich. Sozusagen auch wie das Messer zum Schnitzen und zum Töten gebraucht werden kann?
es missbrauchen kann? Das habe ich und die Antwort ist, in diesem Fall geht es nicht. Tatsächlich. Das liegt daran, dass es eine reine Information ist. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt hergehen würde und würde einen Klangcode mir geben lassen für Zerstörung, der würde natürlich wirken. Das ist klar, das mache ich nicht. Mhm. Ja? Aber die Klangcodes, die ich hole, die bieten sich dem System Körper, Seele, Geist und allen Schichten unseres Bewusstseins an. Punkt. Mhm. Was das System davon aufnimmt und heilsam umsetzt oder auch überhaupt umsetzt, liegt gar nicht in meiner Hand. Und deswegen kann ich nicht manipulieren damit und damit kann ich auch nicht zerstören. Wovon hängt der, aus deiner Erfahrung, du bist ja jetzt schon etwas länger unterwegs damit, wovon hängt der Heilungserfolg ab? Kennst du Menschen, die da doch, also die zwar zu dir kommen, aber doch nicht geheilt werden wollen, also sprich sich gegen die Heilung wehren? Das gibt es sicherlich. Der Atlas, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber anders kann ich es nicht ausdrücken, der Atlas möchte seine Position finden. Das heißt, ich habe tatsächlich noch niemanden unter meinen Händen gehabt, dessen Atlas nicht in die gesunde Position gegangen ist. Okay. Manchmal hat es ein bisschen gedauert, das ist aber auch ganz selten. Normalerweise ist das innerhalb von 5 bis 10 Minuten der Fall. Weil der Körper einfach gerne gesund sein möchte. Wenn das System jetzt die Wirkung dessen boykottiert, weil zum Beispiel es schicksalsmäßig so ist, dass dieser Mensch mit dieser Schwierigkeit zu leben hat oder er sich dafür entschieden hat, unbewusst, dann wird der Atlas zwar in die Position gehen, aber der Mensch wird nicht die Befreiung erfahren, die er erfahren könnte. Und dann gibt es natürlich auch die Menschen, die extrem verspannt sind und sehr weit sich von einem gesunden Funktionieren entfernt haben. Für die kann es auch ein längerer Weg sein. Aber auch das ist komplett unterschiedlich. Ich habe schon Situationen erlebt, wo ich dann dem Menschen gesagt habe, also ich kann gerne Ihren Atlas korrigieren, aber ich glaube nicht, oder korrigieren kann, tue ich ihn ja sowieso nicht, ich kann gerne diese Information geben, dass Ihr Körper den Atlas korrigieren kann, aber ich glaube nicht, dass das jetzt dann zu so einem Effekt führt, wie Sie sich das wünschen. Mhm. Und dann kam der das nächste Mal wieder und es war doch so. Mhm. Ja? Da steckt man einfach nicht drin. Das ist völlig unterschiedlich. Und das bewusste Denken, da die spinnt ja, ne, das ändert interessanterweise nichts an der Wirkung. Mhm. Ja? Also immer wieder diese Sache, zu einfach kann das doch nicht sein. Ja, das, das ist kein Problem. Also ich habe immer mal wieder Menschen, deren Lebenspartner oder deren Eltern jetzt wollen, dass diese Arbeit gemacht wird und wo dann das Kind, der Jugendliche oder der Erwachsene sagt, ach na ja, da machen sie Mann, ja, so. Sehr häufig ist es gerade dort der Fall, dass die dann sehr erstaunt sind, was sich da tut, ja. Du bleibst doch wahrscheinlich nicht stehen damit, ne? Du entwickelst immer weitere Klangcodes, schätze ich, oder hast ich du jetzt erstmal... Ich lasse mich inspirieren. Ja. Im Moment habe ich das Gefühl, dass so eine gewisse Rundung da ist, weil ich habe also einmal das Knochensystem als das dichteste System, mit dem ich arbeite, was auch gleichzeitig durchdrungen ist von den feinstofflichsten Energien, wenn man an die Wirbelsäule denkt und an die Nadis und die Kundalini-Energie. Und dann habe ich die Systeme der Hauptorgane, der Drüsen, der endokrinen Drüsen. Und dann geht es in die feinstofflicheren Ebenen mit den Meridianen, mit den Chakren. Und es geht auch im emotional-mentalen Bereich ein Stück weit. Habe ich im Moment nicht so den Fokus drauf. Und damit ist es im Grunde erstmal rund. Mhm. Aber die Erfahrung ist, ich habe eine Freundin, die mir immer so ein bisschen hilft mit den Klangcodes, wenn die dann eine Form
finden sollen, ja, die archiviert die und so. Ja. Und dann sage ich immer mal wieder zu ihr so, jetzt glaube ich, sind wir mit der Sache erstmal rund. Ne? Und dann sagt sie, wollen wir mal abwarten. Weil sie schon die Erfahrung gemacht hat. Ja. Wenn wir Glück haben, haben wir 2-3 Monate, dann geht es wieder neu los. Dass da was ins Fließen kommt. Das Leben entwickelt sich und so entwickelt sich natürlich auch diese Arbeit, das ist ganz klar. Spannend ist, dass du ich habe auch gesehen, dass du eine CD produziert hast, und zwar die weibliche Kraft entdecken. Das heißt, da sind auch Klangcodes drauf. Ja, auf der zweiten CD. Das sind 2 CDs. Ja. Und auf der zweiten CD sind Klangcodes drauf, die einfach für die Unterstützung der Heilung im Liebesbereich sind. Für das Entdecken der weiblichen Qualitäten in uns, für also ein bei leichteres Mann und Frau. Bei Männern und Frauen. Das Weibliche ist ja in Männern und Frauen enthalten. Mhm. Für Lösung der Familienbande, wenn sie denn ineinander verknotet sind und so weiter und so fort. Ich habe jetzt ein Projekt vor der Nase, wo ich Klangcodes aufsingen werde. Das wird sehr viel einfacher sein als diese Aufnahme. Das ist dann nur ein Instrument, was dem zugrunde liegt und dann die Klangcodes auch hörbar und mitsingbar, wenn man das gerne möchte. Für Klangcodes, die man zusätzlich für sich nehmen kann, wenn man zum Beispiel den Atlas hat besingen lassen oder wenn man eine andere Klangcodesitzung hatte und das Gefühl hatte, man möchte noch was tun für den eigenen Körper. Dafür ist diese CD gedacht. Dann gibt es demnächst noch eine CD mit meinen sogenannten Gruppensessions. Die mache ich ja online immer wieder. Mhm. Ab und zu auch mal im Norden. Und ich bin jetzt interessanterweise ins Saarland verfrachtet worden. Mhm. Und dort werde ich wahrscheinlich demnächst auch mal wieder so eine Gruppensession machen. Da ist eine große Gruppe von Menschen, die Ausbildung gemacht hat und sich jetzt sehr interessiert, weiterzumachen. Was darf also die man Grundausbildung. Sich in der Gruppensession? Ja, das Neudeutsch. Wollte ich jetzt gerade erklären. Diese Gruppensessions oder die Gruppensitzung ist so, dass ich im Ganzen so 30 bis 50 Klangcodes, manchmal sind es sogar 60, singe zu verschiedenen Themen körperlicher Art. Also einmal das gesamte Organsystem und alle Nebensysteme und alle Drüsen und so in einer Session und in der anderen Session. Das gesamte Meridiansystem und alle Haupt- und Nebenchakren. Und da geht es darum, dass ich entdeckt habe, und da hatte ich den Impuls über einen Kongress, bei dem ich mal war, wo mir gesagt wurde, in den Nieren säßen begrenzende Kristalle. Begrenzende. Die den Nieren nicht erlauben, in ihrer vollkommenen Qualität zu arbeiten. Das ist feinstofflich, also es ist nicht Nierensteine. Die wurden dann ausgetauscht. Das waren 2 Chinesinnen, die das gezeigt haben. Und ich habe das dann erlebt, wie sie das machten, mit rein geistigen Mitteln in dem Fall. Und ich habe gemerkt, dass das wirklich eine Erleichterung für meinen Körper war. Weil ich schwächel da so ein bisschen. Mhm. Nicht richtig schlimm, aber ja, ich habe es halt gemerkt. Und dann habe ich einfach darum gebeten, da mehr Klarheit zu gewinnen, weil ich weiß, Klangcodes können im Grunde in allen Bereichen arbeiten. Und dann ist mir gezeigt worden, dass eben in den Organen, in den Drüsen, in allen Geweben eben diese begrenzenden Kristalle auch drin sind und auch in den Meridianen, auch in den Chakren. Weil auch unsere, das sagte ich vorhin ja schon oder erwähnte ich kurz zumindest, auch unsere gesamten Systeme ja untereinander und auch weltweit kommunizieren möchten. Ja. Thema Verbundenheit anstatt Getrenntheit. Und weil wir dieses Spiel ja perfektionieren wollten, man hätte denken können, es wäre eine deutsche Idee gewesen, uns wird das ja nachgesagt, wir wären strukturelle Perfektionisten. Ja. Diese Begrenzungen haben wir dann eben auch in allen Systemen bekommen. Wer immer uns die gegeben hat, wo immer das Spiel angefangen hat, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, weil wissen wir ja auch nicht wirklich. Diese begrenzenden Kristalle, die sehen aus wie kleine spießige Rauchquarzkristalle. So sehe ich sie, wenn ich sie dann sehe. Wenn man die raus
wenn man die raussingt sozusagen, wenn man dem Körper die Möglichkeit gibt und dem Energiesystem die zu entlassen, dann ist es viel leichter für das System, etwas Gesundendes aufzunehmen. Egal, ob es nur eine Medizin ist oder eine andere Art von Behandlung. Ja? Also wir arbeiten damit dann den Ärzten zu. Ja, weil das, was sie machen, wird dann wesentlich tiefer wirken können. Das ist einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen sind diese Gruppensessions einfach eine große Hilfe. Und dann kann ich noch eine Unterstützung geben, dass das Organ sich auch oder das System sich auch wieder mehr verbinden kann, sowohl innerkörperlich, da hat ja schon Steiner sehr viel geforscht, Rudolf Steiner, mit den Organsystemen und den Planeten und so weiter, als auch dann eben über unseren Körper hinaus. Ich musste die ganze Zeit an die chinesische Medizin denken, die sagt, dass in den Nieren auch sozusagen unsere Lebensenergie, der Vorrat an Lebensenergie irgendwie seinen Platz hat. Und da war die Assoziation, okay, es gibt genetisch eigentlich nichts dagegen, dass wir 150 werden. Ja, wenn da also Begrenzungen wegfallen, ich bitte natürlich nicht ab 80 dann im Altersheim und gefüttert bis 150, das stellt sich keiner vor. Aber auch da haben wir uns ja offensichtlich begrenzt, wenn man so. Sicherlich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt den verjüngenden Effekt hätte. So lange mache ich das noch nicht. Das ist erst seit Anfang 2017, dass ich mit diesen Klangcodes rausgekommen bin. Ja. Na, da muss man dann mal auf längere Sicht gucken. Es ist erholsam, das kriege ich immer wieder rückgemeldet auch und selber habe ich es auch erfahren. Es ist unterstützend, keine Frage. Aber wie weit es dann wirklich verjüngend ist, so wie Hyaluroncreme oder so, das möchte ich, das weiß ich nicht. Da möchte ich nichts zu sagen, weil ich es einfach schlicht nicht weiß. Sag mir noch mal vielleicht eins, damit die Zuschauer unter uns, die wie ich ja auch naturwissenschaftlich interessiert, aber auch spirituell interessiert sind, ihnen hilfst, verstandesmäßig zu folgen. Gibt es irgendwelche objektiven Messmethoden, was weiß ich jetzt, Kirlian-Fotografie oder also bildgebende Verfahren oder Bioresonanz oder wie heißt es, Bovis-Einheiten oder so. Hast du irgendwann mal dich da auf den Weg gemacht, den Menschen, die sagen, ich brauche was in der Hand, ne, das ist mir alles zu subjektiv, was an die Hand zu geben, so, schaut euch das an, was es gebracht hat. Oder hast du gesagt, also das Einzige, was mal gemacht worden, eigentlich reicht mir das, weil die Erfahrungsberichte, die ich bekomme, sind schon interessant genug. Und das geht hin von, jetzt habe ich gerade heute Morgen eine E-Mail bekommen von einer Frau, deren Sohn ganz schlimm mit Doppelbildersehen zu tun hatte und kein Arzt konnte ihm helfen. Die wussten einfach nicht, was es ist. Und den habe ich tatsächlich online behandelt, weil der ist weit weg, die leben in Österreich. Ich glaube in Klagenfurt, irgendwo da in Österreich jedenfalls. Und sie hat mir geschrieben, dem hatte ich die Behandlung online gegeben. Dann haben die Doppelbilder komplett aufgehört. Er hat sie seitdem nicht mehr, aber sie meldete sich dann nochmal, weil sie sagte, er hat jetzt, die Doppelbilder sind weg, es ging ihm eine ganze Weile wunderbar und gut. Jetzt hat er allerdings die Problematik, dass er ab und zu mal so verschwommen sieht. Haben Sie da eine Idee zu? Und dann habe ich gesagt, es kann sein, weil das war ja nun eine heftige Nummer da, was der hatte. Sonst hätte er ja nicht Doppelbilder gesehen. Und er hat einfach starke Verspannungen hier oben. Da kann nochmal das, was ich vorhin erwähnt habe, eine Blockierung zwischen ersten und zweiten Halswirbel sein, einige Muskeln und so weiter. Lassen Sie mich nochmal arbeiten. Dann habe ich nochmal gearbeitet. Und jetzt kriegte ich die Rückmeldung heute Morgen. Alles wunderbar, überhaupt kein Problem mehr mit dem Sehen. Ja, und das ist nur ein Beispiel von Hunderten. Und ich bin jetzt dabei, mal so ein paar Erfahrungsberichte, die so wirklich interessant sind, nicht unbedingt nur spektakulär, aber eben interessant sind, zu sammeln und dann vielleicht mal so als Heft, als E-Book zur Verfügung zu stellen. Das werde ich nicht offiziell rausgeben, weil sowas darf man ja auch gar nicht, würde ich auch gar nicht wollen. Aber dann hat man mal so eine Idee, dass etwas, was man jemandem mal in die Hand geben kann,
der sich da näher interessiert. Mhm. Ja, jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. Du hast gefragt, eine Art von Beweis hat es am Anfang mal gegeben. Ich hatte im ersten Jahr, wo ich die Ausbildung angeboten habe, habe ich eine Frau dabei gehabt, deren Mann ging mit der Wünschelrute. Mhm. Und der hat die Felder gemessen, die Energiefelder der Menschen und der Tiere. Und das war hochinteressant, weil die waren eigentlich alle aus dem Gleichgewicht. Und nach diesen Klangcodes, und zwar nicht nach dem Atlas-Code alleine, sondern es musste wirklich die gesamte Ausrichtung der Wirbelsäule sein. Mhm. Danach war das Feld immer rund und in den allermeisten Fällen auch 1,90. Einzige Ausnahme war da im Durchmesser, ne? Mhm. Einzige Ausnahme waren die Autisten. Mhm. Bei denen war das Feld so stark aus dem Gleichgewicht, die haben ein zu großes Feld, und zwar nach hinten. Und da war das Feld auch rund, aber zu groß noch. Also so, dass sie immer noch eine Überempfindlichkeit, die und Neigung immer noch haben. Müssen. Ja. Mhm. Und bei den Tieren eben auch. Dann bei den Pferden war es auch 1,90, bei den Hunden ist es natürlich ein etwas kleineres Feld. Und da gibt es auch Bilder, und ich habe schon lange vor, die mal auf die Website zu nehmen. Und bisher bin ich einfach nicht dazu gekommen, das mal wirklich verfügbar zu machen. Also einfach ausprobieren und selber machen. Also ich meine, vom Singen weiß man ja, dass es weitet und nicht engt. Ja, das Singen des Kindes im Walde. Ich kann mich erinnern, als Kind im Keller. Wir hatten einen großen Keller und da war ja nur eine kleine Funzel. Ich habe immer gesungen als Kind da unten. Also schon allein das selber Singen weitet, ja. Aber speziell diese einfachen Codes, diese einfachen Tonfolgen in der Kombination von Konsonanten und Vokalen scheinen große Wirkung zu haben. Und da sind wir beim Quantensprung. Die kleinste messbare Veränderung der Materie kann Riesenwirkung haben. So ist es. Ja. So ist es. Und es ist wunderbar, das erstmal selber erfahren zu können, indem man besungen wird. Da gibt es eben die einfache Methode, einfach mal eine Gruppensession mitzumachen. Oder aber sich eine Behandlung geben zu lassen, entweder von mir oder von den Menschen, die ich ausgebildet habe. Es sind in Deutschland, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 50 auf der Website. Ah ja, also man kann auf deiner Website Leute finden, die in der Nähe wohnen, damit es 1:1 ist. Genau, dann kann man da hingehen und kann sich behandeln lassen. Und nicht alle sind auf der Website, das heißt, wenn man dann einfach in einer Gegend sitzt, wo scheinbar noch niemand ist, hier der Osten ist noch so ein bisschen minder bemittelt, den hätte ich gerne noch ein bisschen mehr präsenter da in der Richtung. Es gibt aber ein oder zwei Leute hier auch im Osten. Ja. Dann, die sind nicht auf der Website, so viel ich also weiß. Da kann man einfach dann mal mich anschreiben. Ja. Ne? Ja. Und dann kann man natürlich irgendwann mal diese, bei der CD ist es so, dass die Klangcodes so leise im Hintergrund sind, dass man sie nicht mitsingen kann. Das ist nur, damit man das auf sich wirken lässt. Ja. Aber bei den neuen CDs wird es so sein, dass man auch mitsingen kann. Und dann gibt es ein neues Projekt, was mir ganz besonders am Herzen liegt, was ich am 7. März das erste Mal durchführen werde, und zwar abends spät, von 21.15 Uhr bis 22 Uhr werde ich das machen, auf Zoom, kann jeder teilnehmen. Da werden wir gemeinsam Klangcode singen, für uns und für, in Anführungsstrichen, die Welt. Also was da gerade an Themen im Moment da ist, danach werden sich die Klangcodes richten, die ich dann nehme. Ich muss gucken, wie sich das entwickelt. Ich weiß es noch nicht, aber so viel dazu, das kommt nichts Neues mehr. Ne? Das ist jetzt das Allerneueste. Kostet nichts. Es geht nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern für mich, sondern es geht darum, einfach dieses wunderbare Werkzeug und Instrument der Klangcodes der Welt zur Verfügung zu stehen. Zu stehen. Stellen, ja. Ja, stellen. Ja, und wer da Interesse hat, der sollte mich am besten anschreiben. Es steht noch nicht auf der Website. Das ist also wirklich so brandneu, dass gerade heute eine E-Mail verschickt wird an meine Klangcode-Therapeuten.
die das dann erfahren werden und wir werden es am 7. März das erste Mal anbieten. Aber du wirst es ja sicherlich nochmal anbieten. Das wird jede Woche sein. Jede Woche. Jede Woche, also von 21.15 Uhr bis 22 Uhr, um einfach Unterstützung zu geben in dem Prozess, in dem wir sind. Mhm. Angst in Liebe wandeln. Ja? Mhm. Authentizität unterstützen. Mhm. Ein Stück weit auch heilender Balsam. Wie kann ich in mir den Frieden finden, damit ich ihn ausstrahlen kann? Und so weiter und so weiter. Mhm. Ja? Das hört sich doch schön an. Also in dem Bereich machen sich immer mehr Menschen auf den Weg. Das ist auch dringend nötig. Jetzt, ne? Ja, dass wir uns wieder zusammenschalten. Ja. Aber nicht in dem Sinne gleichschalten, einheitsbei, sondern die Individuen wieder sich zusammenschalten und dann auch über diese Klangcodes. Elisabeth, das war ein wunderbarer Bogen, ja, zu deiner Arbeit und ich wünsche dir noch viele, viele Eingebungen. Du scheinst ja da offen zu sein. Weiter öffnen und viele, viele Menschen, die du damit anstecken kannst und viele aufrechte Menschen. Ja, weil wir haben es in der deutschen Sprache, der ist aufrichtig. Ja, das hat auch was mit dieser Aufrichtung tatsächlich zu tun. Im Spanischen alineado. Man kommt mehr in die Authentizität. Ja, dass die Körper übereinander kommen und im Einklang miteinander sind, statt im Konflikt. Vielen Dank, Elisabeth Westermann. Gerne, es war mir eine große Freude. Mir auch. Liebe Zuschauer, stoßen Sie sich ruhig daran, dass das so einfach ist. Und Sie kennen ja meinen Spruch von Goethe, es stimmt den Menschen gar verdrießlich, dass das Große so einfach ist. In diesem Sinne freue ich mich, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.